Also geboren wurde ich im Osten. Meine Eltern waren Spätaussiedler aus Polen und waren zufällig dann eben auf der östlichen Seite Deutschlands gelandet. Ich habe in Berlin-Weißensee studiert, Malerei, Anfang der 80er Jahre, und das war für mich ziemlich wichtige Zeit. Die Studenten, mit denen ich studiert habe, waren unheimlich anregend für mich. Und wir hatten da so auch quasi so eine enge Gemeinschaft, eine Kommune, die hatten auch viel so selber Projekte, die wir schon uns ausgedacht haben, die wir später zusammen machen wollten. Also so gemeinsames Atelierhaus. Also wir hatten so bestimmte Träume. Es ging immer so um Gemeinschaftsprojekte. Das war auch so ein großer Gedanke von uns. Und 86 bin ich fertig geworden mit der Malerei und hatte mit meiner jetzigen Frau und damaligen Lebensgefährtin Sabine Herrmann hatten wir bald Kontakt zu Wilfriede Maas. Das ist eine Keramikwerkstatt im Prenzlauer Berg und war auch ein wichtiger Treffpunkt so für Künstler, also Literaten, Maler, die sich so in den Räumen dort versammelt haben, quasi so als Treffpunkt. Und wir haben dort angefangen, uns mit Keramik zu beschäftigen, weil das da auch schon eine Tradition hatte, Künstlerkeramik und Künstler, die mit der Wilfriede Maas zusammengearbeitet haben. Also das war unter anderem auch Wolfram Schaeffler oder Christine Schlegel oder auch Conny Schleime waren zu der Zeit, als wir dorthin kamen, schon nicht mehr im Ostteil Berlins. Und wir hatten dann dort die Idee, dass wir eine Galerie gründen und die Keramik, die von den Künstlern gestaltet wurde, bemalt wurde, auch geformt wurde, mal in regelmäßigen Abständen auszustellen. Die Galerie war dann auch eine der ersten, die in Mitte sich angesiedelt hatte. In der Gipsstraße waren wir dort und wir haben dann tatsächlich auch ganz viel Interesse bei Künstlern gefunden, die sich mal einen Monat mit Keramik beschäftigt haben, die dann da gemalt haben und wir haben auch viel Keramik gemacht. Also das ist so ein Projekt, was für uns, für mich und auch für die Freunde wichtig war, für so eine Art Gemeinschaft. Ansonsten haben wir so die 80er als eine große Freiheit empfunden, also eine Möglichkeit, das zu machen, was wir wollen. Und letzten Endes war es ja auch die Vorbereitung für die wilden 90er Jahre in Berlin. Also ganz viele Sachen in Ost und in West waren möglich. Und im Osten war es so, dass der Staat nicht mehr das Interesse hatte an der Kunst. Also so hatten wir das gefühlt. In den 60er, 70er Jahren war ja noch so die Idee, dass Kunst Ideologie transportieren sollte. Und also den Druck haben wir überhaupt nicht mehr gespürt. Wir haben stattdessen auch leerstehende Häuser besetzt und so. Es war ein ähnliches Gefühl, vielleicht auch wie in West-Berlin. Das hat sich auch über die Musik wieder gespiegelt, die wir gehört haben. Also von The Cave in the Bad Seats und einstürzende Neubauten. Und also die Zeit, die möchte ich nicht missen, die war ziemlich intensiv. Und in der Zeit habe ich auch unheimlich viel gemalt. Also sind tolle Bilder entstanden. Ich habe nie im Kopf gehabt, die mal zu zeigen. Also es gab auch nicht so viele Möglichkeiten. Und ich kann mich erinnern, der Judy Lübcke, also der jetzige der Galerist der Eigen und Art, die gab es damals schon. Das war ja so mehr oder weniger geduldeter Projektraum. Der hat mich mal im Atelier besucht und da standen auch diese Bildermänner vor Berliner Mauer und so. Das war jetzt so nicht die Mauer an sich in Berlin, sondern es war auch eine Metapher für eine Abgrenzung, für eine Isoliertheit. Und da meinte er, die Sachen, die will er unbedingt zeigen. Und dann hat sich dann für mich, ich glaube, so Ende der 80er Jahre die erste größere Ausstellung daraus entwickelt. Ich hatte nicht so einen Background oder nicht die Berührung mit Künstlern. Ich konnte mir das nicht vorstellen, dass es so ein Berufsbild gibt. Ich habe schon als Kind immer gerne gemalt und das war für mich irgendwie so ein ganz wichtiges, so ein Mittel, um so ein Lebensgefühl auch auszudrücken. Und ich habe mich dort beworben für Industriedesign und die Kunsthochschule, die führt so eine Tradition fort, die sich auf das Bauhaus beruft. Also die Gründer kamen oft zum Teil vom Bauhaus und das war so der Grundgedanke, dass alle, egal in welchem Fachgebiet die sind, erstmal im ersten Jahr so eine Art Grundlagen studieren, die gleich sind. Also da
ging es von plastischen Gestalten bis Farblehre, Zeichnen, Aktzeichnen. Das war für mich unheimlich gut, weil ich nicht so vorbelastet war. Also es gab andere Studenten, die waren wesentlich älter, hatten auch schon mehr Erfahrung, hatten schon Kunst gemacht und die hatten da vielleicht auch mehr Probleme, so nochmal neu anzufangen. Und für mich war das alles neu. Ich habe das so wie so ein Schwamm aufgesogen. Also war ziemlich gute Zeit für mich. Ja. In dem Studienjahr war so das Interesse, wir brauchen irgendwie noch andere Studenten. Also mit denen, die dort gerade da waren, das passte da nicht so. Und ich hatte einen Lehrer, Heinrich Tessmer, dem ich eigentlich sehr viel verdanke. Und der hat wahrscheinlich irgendwie gesehen, dass es interessant ist, was ich da mache, so in diesen Studienarbeiten, und hat mich dann gefragt. Und ja, und dann war das für mich so eine Tür, die sich so öffnet, war ziemlich, ziemlich gut. Das Diplomjahr, also das letzte Jahr, ist dort immer thematisch. Also man hat sich vorher ein Thema ausgesucht. Bei mir war das Musik und Malerei, so ein Thema, was mich bis heute begleitet. Ich habe dort auch mich dann viel beschäftigt, so mit theoretischen Schriften, also auch Kandinsky über das Geistige in der Kunst. Da ging es ja auch um Synästhesie, um Farbklänge, die auch in der Musik auftauchen. Gibt es da Verbindungen? Und das fand ich irgendwie alles sehr interessant, und das ist ja wie so ein roter Faden für mich geblieben. Also bei Kandinsky ist es natürlich sehr ernsthaft, auch im Vergleich zur klassischen Musik. Ich war da ganz offen, habe das dann auch in den Pop- und Bereich auch mit reingezogen. Also Musik ist schon so ein ganz wichtiges Thema so für mich, für die Malerei, für die Kunst. Wenn ich nochmal zurückgehe zu den 80er Jahren, also bei mir im Atelier und auch in vielen anderen Ateliers, da lief immer Musik. Das war dann zu der Zeit, also Nick Cave and the Bad Seeds, die Einschulzen Neubauten, auch ganz viel so experimentelle Sachen. Und beim Malen ist es wirklich toll. Man kommt dann ab einem gewissen Punkt in so einen Trance rein, und dann wirkt diese Musik. Ich glaube nicht, dass ich jetzt so intensiv da zuhöre, sondern das wirkt so im Hintergrund. Also ist dann nochmal wie so ein Treibstoff, und das ist unheimlich gut. Das funktioniert nicht mit gesprochenen Worten. Also wenn ich jetzt so ein Hörbuch höre, dann kann ich nicht dazu malen. Aber bei Musik ist das irgendwie anders. Und ich hatte in den 80ern schon immer so das Gefühl, so diese Grundstimmung, die in der Stadt herrscht, das Lebensgefühl, das ich selber auch habe, höre ich in der Musik, aber ich möchte das auch gerne so in Bildern ausdrücken. Und damals war ja auch so eine ganz wichtige Inspirationsquelle für die junge Generation der Expressionismus, also wie auch in Westberlin. Und das war so eine Stimmung, die vielleicht ähnlich damals war, aber irgendwie passte das unheimlich gut, die Anregungen zu nehmen von Kirchner, aber auch ja, nicht nur Kirchner, bei mir waren das auch andere Künstler, aber das spielte eine große Rolle, und da war immer die Musik so eine Begleitung dafür. Und jetzt, um nochmal 10 Jahre weiterzuspringen, ich habe einen Freund, Sangare Simsen, der hat damals das Silberstein betrieben. Das war so ein wichtiges Szene-Café, Restaurant in der Oranienburger Straße. Das gibt es leider nicht mehr. Für die in den 90ern so diese Ecke kennen, also dieses Café, das war bekannt auch durch diese Eisenmöbel, die selber geschweißt haben, war total unbequem, da zu sitzen. Als die aber weg waren, fanden alle traurig, dass das nicht mehr da war, so diese Einrichtung. Und der hatte mit Freunden zusammen das Ambulance aufgemacht, das ist eine Bar. Und da hat er mich gefragt, ob ich für ihn so ein Deckenbild machen könnte. 20 Meter lange Deckenfläche. Und er stellte sich so vor, ich sollte mit seinen Schallplatten, die er in den 90ern aufgelegt hatte so eine große Collage machen, mir irgendwas ausdenken. Seine Idee war, dass er, wenn er in der Bar steht, und wahrscheinlich hat er auch gewusst, dass er da jeden Abend dort ist, wenn er da hochguckt, dann würde ihn das irgendwie erfreuen, so seine Vinyls zu sehen, die er aufgelegt hatte. Und ja, und das war für mich so ein zündendes Ereignis. Ich habe dann plötzlich Feuer gefangen mit diesen Vinylplatten. Also die sind ja aus der Clubszene ganz viel
Scheiben, die ich dann hatte. Und ich habe mir so Gedanken gemacht, ob man das auch Leinwand, ob ich das so bringen könnte. Habe mit Lacken experimentiert und habe dann auch so als Grundlage, also grob gerasterte Motive aus der Werbung verwendet und dann eben mit Acryllacken das Ganze übergossen und dann noch ein bisschen bearbeitet. Also es war so ein ziemlich für mich so nochmal so ein neuer Schritt, mit dem Thema Musik so umzugehen. Und ja, daraus ist jedenfalls erstmal ein tolles Deckenbild entstanden und gab aber auch viele, die waren entsetzt, weil da waren so Raritäten eben da oben verarbeitet. Aber das gehört eben dazu. Und leider gibt es diese Bar nicht mehr. Also das Deckenbild ist abgehangen, also es existiert noch und könnte man in ein paar Jahren vielleicht nochmal freilegen, aber jetzt ist es erstmal nicht mehr da. Also leider hat das alles eben, ist es Geschichte. Ich habe auch viele DJs, mit denen ich befreundet bin oder war, die haben dann von meiner Leidenschaft gehört und haben mir dann immer Promo-Platten gegeben, die sie bekommen hatten zum Auflegen, die sie aber blöd fanden, also nicht gut fanden. Und ich habe eben diese Shit Music, habe ich das dann genannt, bekommen. Ich war natürlich, ich habe ja nicht gehört, was da drauf ist auf dem Menü, sondern ich fand schon so diese grafische Gestaltung, es hat mir gefallen, so ganz einfache Sachen, ein Plattencover in Pink und dann so ein Zeichen. Und ich hatte so für mich so den Eindruck, ja, das ist das, was eigentlich so ich unter meinem Zeitgefühl auch verstehe und das möchte ich gerne festhalten, so in den Bildern und daraus meine Bildwelt schaffen, die aber interessanterweise schon mit den 80ern auch verbunden blieb. Also so das, was ich da angefangen hatte, auch gelernt hatte, ein Bild zu komponieren, habe ich einfach auch weitergeführt. Und ja, und aus dieser Leidenschaft ist noch immer so eine Leidenschaft geblieben. Ich habe immer mal versucht, damit aufzuhören. Also mit so einer Collagentechnik, die ist ja eine tolle Technik, weil es ähnlich auch wie in der Musik Sampling ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Also Sampling in der Musik ist ja für viele auch dadurch, dass alles mit dem Computer auch bearbeitet werden kann, dass man kein Instrument unbedingt lernen muss vorher, sondern man muss so ein Gefühl haben, was soll das für ein Sound werden, der dann rauskommt. Sehe ich mich auch so in so einer zeitgenössischen Tradition, also mit dieser Collagemalerei, nenne ich das. Also manchmal werde ich auch gefragt, na, wie würdest du das einschätzen, was machst du da eigentlich? Und dann sage ich immer, ich denke, ich mache Punk-Pop. Also wenn man jetzt Musik sich raussuchen würde, die zu den Bildern passt, dann habe ich immer gleich im Kopf Pixies aus Boston, eine amerikanische Band, so Surfer Rosa, das ist so ein Album. Also so das wäre so ein Äquivalent, was mir gefallen würde, wenn man mich so sieht. Ja. Ich war auch Teil dieser friedlichen Revolution. Also ich hatte mich auch engagiert und würde auch so sagen, dass ganz viele Leute, auch Künstler, eben wirklich beteiligt waren, dass es dann auch diese Wende gab. War ein großer Glücksfall, dass es friedlich geblieben ist. Also eigentlich hätte es auch anders verlaufen können. Und ich hatte so in den späten 80er Jahren, also 88, 89, hatte ich wirklich so das Gefühl, jetzt passiert Weltgeschichte, ich bin so Teil davon. Also ich wollte auch gar nicht weggehen. Also für viele war die Frage, bleibe ich hier oder gehe ich? Und ich hatte auch mit anderen Freunden, wir hatten so das Gefühl, Mann, hier passiert bald was, das wird irgendwie eine ganz große Sache. Und ich werde es auch nie missen. Also diese Demonstration, die es da gab, auch dieses Gefühl, in so einer Masse zu sein und auch das Staatsmacht einknickt, dass Dinge, mit denen ich als Kind groß geworden bin, wo ich dachte, das ist für ewig, die Mauer zum Beispiel oder so, die Systeme, also Ost und West, dass es plötzlich keine Bedeutung mehr hatte. Und das war so ein Gefühl, also das ist toll, dass ich das erlebt habe und dass es so in mir auch noch drin ist, dass es das gibt, also dass es nichts für ewig ist, also irgendwie, also so Diktaturen oder autoritäre Systeme oder wie auch immer, oder ob das nur in der liberale Kapitalismus, dass es eigentlich immer so zeitbedingte Umstände sind, aber das heißt nicht, dass es für immer so
bleibt und dass Menschen auch das verändern können. Also so, das war jetzt so eine gelebte Utopie quasi. Und für mich waren die 90er eine total tolle Zeit. Ich hatte, muss ich aber auch dazu sagen, viel Glück gehabt im Vergleich auch zu Kollegen aus dem Osten. Ich hatte schon das Gefühl, der Westen empfängt mich mit offenen Armen. Und also ich hatte auch viele Stipendien bekommen. Die erste große Ausstellung war ja die von Christoph Tannert. Der hatte in Paris eine Ausstellung gleich im Januar organisiert. Das wurde unterstützt von der französischen Regierung. Der Kulturminister damals, Jacques Lang, war so der Sponsor des Ganzen. Die Franzosen hatten natürlich ein Interesse daran. Die wollten nicht, dass Ost- und Westdeutschland sich vereinigen. Also das war schon eine große Angst in Westeuropa davor, also was daraus entstehen könnte. Und es gab ja im Osten auch die Vorstellung von so einem dritten Weg. Also es war Stefan Heim oder auch Christa Wolf hatten das propagiert, aber das fand eben keinen Rückhalt bei der Masse, sagen wir so. Das kann man auch nachvollziehen. Und ich glaube, das ging schon den Franzosen darum, auch so die Intellektuellen oder den Untergrund, der dort jetzt über Christoph Tannert auch gezeigt wurde, in einer großen Ausstellung, den Künstlern auch nochmal so eine Unterstützung nahezubringen, einen eigenen Weg zu gehen und nicht sich das zu einfach zu machen. Und wir waren da in so einer kommunistischen Kommune untergebracht und die hatten andere Vorstellungen, wir hatten andere Vorstellungen, aber wie auch immer, ich fand das so, das war so für uns so die erste Begegnung mit dem Westen, also mit Paris. Das war ja immer gerade im Osten für uns war Paris noch so belegt, so mit diesen Geschichten, ganz romantisch, also Montmartre oder ein Amerikaner in Paris, dieses Musical und so. Und dass man dann dort selber ist, dann gab es einen Empfang im Élysée-Palast und Mitterrand kam auch und hat allen Künstlern die Hand geschüttelt. Und das war eigentlich ein super Einstieg in so eine neue Zeit. Und Berlin hat wirklich in den ersten Jahren war da quasi auch so eine Anarchie möglich. Also jeder konnte irgendwie was machen, wenn er eine Idee hatte. Das zog ja auch Leute an aus Westdeutschland, aus der ganzen Welt. Und das war ja auch der Beginn, auch beziehungsweise die Technomusik konnte sich dadurch auch entwickeln. Also es hat ja alles ursprünglich schon in den 80er Jahren, darf man ja nicht vergessen. Also die Macher kommen ja aus den 80ern. Aber die Euphorie, die herrschte in den 90ern, die war auch so der Zündstoff für die Musik, also für Techno, also für die Entwicklung des Techno in verschiedensten Richtungen, ob das nun Trance war und so. Und ich habe mal so ein Interview gehört mit Leuten aus Detroit, die so Hip-Hop, Techno aber auch machen. Und für die steht die Musik als was anderes. Es ist ja eher so. Das sind ja schwarze Musiker, die eben sich abgrenzen wollen gegen Weiße. Also das ist so kämpferisch, während hier in Berlin war das so eine Euphorie. Und das ist schon interessant. Also und diese Euphorie, die hat sich ein paar Jahre tatsächlich auch gehalten. Also das ist dann so bestimmt 96, 97 flachte das dann alles ab, als dann so der real existierende Kapitalismus dann spürbar wurde. Also mit den Mieten, mit der Verdrängung der Künstler. Also das ist natürlich ein anderes Thema, was sehr hart ist, aber das haben ja alle Großstädte. Ich habe immer im Ostteil gewohnt und bin aber viel auch gereist. Also ich war sehr oft in Japan, habe auch mal ein halbes Jahr dort gelebt und hatte gleich nach der Wende Kontakte in die USA und daraus ist auch so sind Beziehungen geblieben bis heute zu Künstlern aus New York, also hauptsächlich Dichtern aus der Dichterszene. Und vor 10 Jahren haben wir gemeinsam so ein Projekt uns ausgedacht, Collective Task. Das verbindet so Künstler über den Atlantik hinweg in eine Gruppe, die sich über das Internet quasi wie Mail Art austauschen. Und das ist ziemlich interessant. Also einmal im Monat kann einer aus der Gruppe, das ist eine freie Gruppe eigentlich, die wird immer gewechselt immer, aber kann einer eine Aufgabe stellen an alle und jeder kann dazu was machen von Fotomalerei, auch Texte. Und das Projekt wurde auch schon mal im MoMA vorgestellt oder hier Akademie der Künste zum Poesiefestival. Also weil das auch
interessant ist. Für die Kuratoren am MoMA war es irgendwie interessant, mal zu zeigen, wie Künstler auch miteinander kommunizieren. Gibt es das eigentlich noch so eine kollektive Zusammenarbeit oder kämpft jeder so für sich? Und wie funktioniert das? Wie kann Kunst entstehen? Und das ist ein ziemlich tolles Beispiel. Und da bin ich mit Robert Fitterman, wir machen das seit 10 Jahren. Ich finde auch die Bilder, die ich in den 80ern gemalt habe, nach wie vor toll. Also die stehen auch für die Zeit und die haben auch so eine Kraft. Und ich bin da vielleicht anders als andere Künstler, die vielleicht sagen, das, was ich jetzt mache, das bin ich. Das andere, das war jetzt nicht so gut oder das ist ja nur auf dem Weg dahin, um jetzt der zu sein, wo ich jetzt angelangt bin. Und das ist bei mir durch irgendwie anders. Also ich finde die 90er richtig cool. Ich weiß noch, als dann die Wende war, dass ich das Gefühl hatte, diese expressive Malerei, das passt jetzt irgendwie nicht mehr in diese Zeit rein. Das ist irgendwie eine andere Zeit. Und ich habe mal gelesen, es gab mal so ein Zitat, da hatte jemand sich auch Gedanken gemacht, dass immer wenn diese Jahrhundertwenden sind oder wenn große Ereignisse eingetreten sind, dass für Künstler auch oder für die Kunst, dass man nicht richtig weiß, was ist jetzt Mainstream, also wo ist der Zeitgeist, und dann passiert immer so ein Rückgriff. Und für mich war der Rückgriff tatsächlich ins 19. Jahrhundert. Ich habe ganz viel Anselm Feuerbach mir angeguckt oder Spätnazarener, und das hat mich komischerweise interessiert. Auch die Zeichnungen, die ja sehr modern sind, die haben, also wenn man sich so Originalzeichnungen von denen ansieht, von Cornelius und so, da denkt man, wow, das könnte auch jetzt gezeichnet worden sein. Und ich habe dann mit diesen Themen ganz viel gearbeitet. Ich hatte durch Zufall Anfang der 90er Kunstblumen gefunden. Also das muss man sich so vorstellen, in Ostberlin lag alles auf der Straße. Also alles wurde platt gemacht und rausgeworfen. Und im Osten gab es die DEWAG, das war die Agentur für Werbung, die Schaufenster zum Beispiel ausgestattet haben, und die hatten dann für unsere Agentur waren dann diese Kunstblumen aus Sebnitz. Das sind so Nachbildungen von allen möglichen Blumen, die für alle möglichen Zwecke gedacht waren. Und ich habe mit diesem Material gearbeitet. Ich habe dann angefangen, große Bilder zu malen, so im Sinne von Feuerbach, also anders natürlich, und habe dann Collagen, Assemblagen mit diesen Kunstblumen veranstaltet. Also ich hatte da große Bildformate, 3 mal 5 Meter. Zum Glück waren die immer dreiteilig, sodass man das auch transportieren konnte. Letzten Endes konnte ich nur 2 verkaufen davon. Aber mir liegen die noch so am Herzen, dass ich daher auch dieses Lager brauche, damit die dort stehen können. Ich hatte also auch so eine andere Begegnung, Jannowitzbrücke, da sind ja die S-Bahn-Bögen, und im Osten gab es früher dort so Werkstätten, die haben die großen Banner und Transparente gemalt, aber auch für die Kinos haben die Außenwerbung gemalt. Und das muss man sich so vorstellen, das gibt es heute nicht mehr oder nur noch selten, dass Kinos handgemalte Außenwerbung haben. Und die haben dafür International und Kosmos und dann nach der Wende auch für andere große Kinos am Zoo gemalt. Und die haben dann die Leinwände mal reinbekommen, dann wurde dann das Motiv übermalt und dann kam der neue. Neue Filme drauf. Und das sind so Formate, so 3 mal 6 Meter oder noch größer. Und diese Werkstatt, die hatte zugemacht oder dicht gemacht. Und ich habe dann so diese Rollen, die da noch rumlagen, die habe ich da denen abgekauft und habe dann das verwendet und habe dann die mir zugeschnitten, neu aufgespannt und hatte dann diese Motive von den Filmen in Gesichtern und habe das dann einfach weitergemalt, habe dann so Worte stehen lassen. Also das war auch so eine Zufallsbegegnung, weil ich dort lang gegangen bin und neugierig war, was die dort gerade alles rausschmeißen. Also ich hatte zum Beispiel Manta Manta, also diesen Film war eine gute Grundlage für Bilder von mir. Also ich hatte dann diesen Schriftzug Manta Manta da drauf gelassen und dann habe ich einfach meine eigenen Motive raufgesetzt und eigentlich ziemlich ähnlich, ist auch eine Collagentechnik quasi, nur dass ich da drauf gemalt habe. Oder andere Filme, so richtig blöde deutsche Filme und dann einzelne Worte oder Buchstaben verändert, sodass es dann kryptisch wurde und plötzlich hat das Ganze ein Geheimnis bekommen. Und
Das war da so ein paar Jahre, habe ich mit diesen Motiven gearbeitet, bis mir dann das Material ausgegangen ist. Und dann kam das mit den Schallplatten. Also es hing so quasi gleich dran. Ist schon die Thema Musik nach wie vor. Und ja, ich habe so nochmal mir Schallplatten geordert, mit denen ich so groß geworden bin, die so Meilensteine der Rockmusik sind. Also ob das nun Unfinished Music, John Lennon und Yoko Ono, also eine Platte, die man eigentlich nicht anhören kann, aber die hört man nur einmal, weil das so eigentlich nur, es ist Noise. Aber die Cover, die sind so verrückt. Also die beiden so als Adam und Eva-Paar. Und das habe ich nochmal kolportiert, nochmal neu gemalt, so für mich. Also das sind so die letzten Sachen, wo ich das nochmal für mich nochmal wieder erschaffen wollte, so die Platten, die mich so oft bestimmt haben. Ja. Ich hatte ja viele Verwandte in Westdeutschland und meine Oma kam einmal im Jahr aus Schleswig-Holstein, aus Eckernförde, zu uns nach Ostberlin. Und die kommen ja aus Ostpreußen. Und meine Oma hat dann immer gearbeitet, hat dann Wäsche gewaschen, hat meiner Mutter geholfen und so. Und wir durften dann immer so eine Wunschliste rüberschicken. Und dann hat dann irgendjemand für sie dann diese Wunschliste zusammengestellt. Bei uns waren es immer Schallplatten. Und wenn die dann. Manchmal kamen die auch nicht durch, die Schallplatten. Also meine Oma wurde, glaube ich, nicht so oft kontrolliert. Aber jedenfalls hatte ich dann immer tolle Platten, also von Pink Floyd, Genesis, also dieses ganze Progressive Rock. Und das war so, im Osten war das eben quasi Heiligtum. Also man hat die Platte nur einmal gespielt, um das zu überspielen, also auf Kassette. Und dann durfte das keiner mehr anfassen. Und ich habe die ja heute noch. Also meine Kinder fragen, leg doch mal auf. Und dann sage ich immer, ach nee, lasst mal, das gibt's doch jetzt hier bei Spotify, könnt ihr da mal reinhören. Aber das Schallplatte ist schon was Tolles, also die aufzulegen, die 20 Minuten, die man konzentriert zuhört. Und ja, und damals waren ja die Platten, die erzählten ja auch nochmal eine Geschichte zur Musik. Also es waren ja teilweise auch Konzeptalben, wo dann auch das Design eine große Rolle spielte, das, was noch drin war an Postern, an Postkarten. Und es war ein super Erlebnis. Kann man heute mit CDs sowieso nicht. Und MP3 ist ja dann der Rückschritt absolut zur Kassette. Na, Kassette ist ja noch besser als MP3, aber ist eben praktisch. Aber da ist so ein, finde ich, schon so ein kultureller Verlust. Also diese 30x30 Fläche, die man noch aufklappen kann, ist schon ziemlich schön. Und dann die Musik dazu hört. Na, ich finde Berlin schon ziemlich, also für mich ein wichtiger Ort hier zu leben, auch wenn ich so die Entwicklung in der Stadt und auch was, wie die Stadt auch verkauft wird, das nicht gut finde. Und aber ich finde schon, dass Berlin ziemlich widerborstig ist, also in dem Sinn, dass es gibt immer noch so Ecken und Freiräume, das denkt man immer kaum. Also auch zum Beispiel in Lichtenberg, die Herzbergstraße. Ich kenne das noch aus den 80er Jahren. Das war so ein No-Go-Area, wie man heute so sagt. Aber da ist jetzt so eine schöne Mischung. Da ist ja das Don Juan Center, eines der größten Einkaufscenter, vietnamesischen Einkaufscenter außerhalb Vietnams. Dann sind die Russen, die da leben. Dann ist diese Haubruck-Sammlung und die Künstler, die es dann auch wieder anzog, dorthin zu ziehen. Also diese Mischung. Und ich war da jetzt mal wieder öfters, weil eine Galerie, die ich ganz gut finde, oder ein Galerist und Künstler, Lage egal, der ist dorthin gezogen und mir gefällt das. Und da denke ich immer, oh, das ist ja toll. Also Berlin ist ja nicht nur Kreuzberg oder Charlottenburg oder der Kolwitzplatz, sondern da sind ja auch drumherum alles. Und ja, Wedding auch. Also überall gibt es immer so Orte, wo auch für die Kunst noch Freiraum ist, aber natürlich weiß man jetzt sofort, wenn die Künstler einmal dorthin ziehen oder was machen und wenn da was passiert, dann weckt das auch Begehrlichkeiten und dann kann sich das auch ganz schnell ändern, also wie in der Potsdamer Straße zum Beispiel. Und trotzdem finde ich das eine wichtige Stadt nach wie vor, also auch dieses Angebot an Galerien, die Ausstellung, die man hier sehen kann, also das bestimmt auch einmalig. Nach wie vor. Also immer wenn ich im Ausland bin, in New York zum Beispiel, dann sagen dann viele Künstler, auch Berlin, das ist ja so toll und da passiert ja so viel und das ist die Stadt der Künstler. Also was natürlich auch nicht stimmt, aber
Irgendwie stimmt es auch, aber ist natürlich auch eine Stadt für alles andere auch. Also, ja. Und ja, ansonsten ärgert mich schon vieles, also wie die Stadt selber auch mit den, ja, mit den Immobilien zum Beispiel umgeht, also was da so verscherbelt wurde. Und dann versucht man dann, weiß ich, wie Uferhallen, hat ja die Stadt auch versucht, die zurückzukaufen, war dann plötzlich viel zu teuer, um sich das zu leisten. Aber so dieses Kurzfristige oder wahrscheinlich auch, ja, weiß ich, damals nach der Wende gab es ja die TLG, die dann eben alles verschleudert hat, quasi. Da hätte ich mir schon im Nachhinein auch mehr Visionen gewünscht, auch stärkere Leute, die sich das nicht so leicht machen, hier mit der Zukunft für uns alle. Es sind viele Möglichkeiten da bestimmt auch verschenkt worden. Und trotzdem ist so eine Energie hier in der Stadt, das spüre ich so und die brauche ich auch. Und da bin ich vielleicht auch Teil davon.